44.000 Zuschauer füllten die Kassen und das Stadion des 1. FC Köln, um einen Sieg ihres Clubs in hellen Hemden über den alten Rivalen Schalke 04 zu sehen. Die Kölner spielen groß auf, aber sie haben auch großes Pech. In der 41. Minute schickt der Schalker Kozlowski den halbrechten Kreuz auf die Reise. Der flankt flach vors Tor. Torwart Schumacher streckt sich vergebens und der ewig junge Bernie Klutsch schießt das goldene Tor des Tages. In der zweiten Halbzeit muss Schalke mit allen Beinen und sehr viel Glück gegen die anstürmenden Kölner verteidigen. In der 65. Minute bricht der Kölner Herberger-Kandidat Thielen durch. Doch der Schalker Ruppel zieht ihm nach allen Regeln einer faulen Fußballkunst das Schussbein weg. Sturm vom 1. FC soll die Elfmeterchance zum Ausgleich verwirklichen. Und er verspielt sie an Torwart Broden. Noch mehrere Male versuchen die Kölner im Spiel der verpassten Gelegenheiten zum Zug zu kommen. Aber Schalke hält sein 1:0 und ist damit wieder Spitzenreiter der Oberliga West.